Anlässlich des Inkrafttretens der verschärften Pandemieschutzmaßnahmen in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Man sei auf das Mitmachen der Menschen angewiesen, sagte sie. Ob diese große gemeinsame Kraftanstrengung etwas bringt im Monat November, das hängt nicht nur von den Regeln ab, sondern vor allem auch davon, ob diese Regeln befolgt werden. Sie betonte abermals, dass die Lage Sorge bereite. Man laufe im Gesundheitsbereich auf eine akute Notlage zu. Und zuzusehen, wie wir näher und näher an die Belastungsgrenze des Personals und der Strukturen in der Intensivmedizin kommen, das kann keine Regierung verantworten, das will die Bundesregierung nicht verantworten und ich persönlich will es auch nicht. Weil viele Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung nicht mehr schaffen, haben wir jetzt eine Situation, bei der in 75% der Fälle, also 3/4 der Fälle, die Infektionen nicht mehr zugeordnet werden können. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, wo diese Infektionen stattgefunden haben. Merkel sagte, sie habe Verständnis für Unmut angesichts der neuerlichen Alltagseinschränkungen. Doch es handle sich nicht um einen politischen Beschluss. Da man es mit so etwas wie einer Naturkatastrophe zu tun habe, gehe es darum, den für alle vertretbaren Weg zu finden, betonte die Kanzlerin.